haben Sie eine Chance. Ich würde gerne ein Team schicken, aber für diesen 77. Warum haben Sie das getan? Fliehen Sie mit dem Mädchen. Verschwinden Sie. Sie dachten nicht wie Sie. Mit einem ganz besonderen Interesse an ihrem Mädchen. Dexter bewohnt die obere Etage des Terminus Hotels und seine Leute schotten ihn ziemlich gut ab. Aber ein Mann, der so tolle Fähigkeiten besitzt wie sie, lässt sich davon doch sicher nicht abschrecken. Viel Glück, mein Bester. Und damit willkommen bei Hitman Absolution. Wir müssen zum Terminus Hotel in die oberen Stockwerke. Ja, das wird bestimmt aufregend. Wie wir da hochkommen, keine Ahnung. Hier gibt es einen Eingang. Hey, Kumpel! Aber wie man schon sieht, der Typ sagt zu dem: Ey du, hier kommst du nicht durch. Oder rein oder hoch. Ja, deshalb, hier gibt es keinen Durchgang. Auch nicht unten. Egal, macht nichts. Wir haben nämlich hier einen anderen Eingang. Nämlich hier durch. Nach unten. Zack. Der ist sicher, der Eingang. Hier sind zwar auch zwei Leute, aber die krieg ich locker hin. So, klar, wir sind der ausgewählt. Ah, warte mal, den Mutterschlüssel, den nehme ich auch mit. So, ah, guck mal. Schnell. Zack. Bevor der andere was merkt, schnapp ich mir den. Lautloser Kill. So. Jetzt verkleiden wir uns noch. Und dann entsorgen wir die Leiche. Nice. Waffe einstecken. Und dann muss ich hoch. Die Frage ist nur wie. Verdammt. Ah. Okay. Diese Dinger zu reparieren, schnell. Ich komme Aufzug. Gerade von oben. Rufen, in Deckung gehen, dass mich keiner entdeckt von den Wachen. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Fürs Erste. Verdammt, da ist einer. Okay, und los. Ah, der hat mich entdeckt. Ha! Zu spät. Hey, was soll das werden? Naja. Dreht sie sich um, Mann. Ich dachte eigentlich an Kaffee und ein Stück Kuchen. Nicht schlecht, 47. Sie sind wirklich einfallsreich. Sie nähern sich jetzt der Höhle des Löwen. Die Typen, die sie gerade getroffen haben, dürften den 8. Stock hermetisch abgeriegelt haben. Blake Dexter ist gerne für sich.
wird nicht leicht sein, in 899 reinzukommen. Aber was noch schlimmer ist, Dexter wird von einem echt üblen Bodyguard bewacht, der überhaupt nicht auf Eindringlinge steht. Vielleicht sollten Sie sich in einem tieferen Stockwerk einen subtileren Zugang suchen. Aber was rede ich? Ein Profi wie Sie? Vermutlich haben Sie längst einen Plan, richtig? Egal, machen Sie sich fertig. Ja, das werde ich auf jeden Fall tun. Ich werde sie fertig machen. Gesichert. Aha, alles dicht. Niemand stört Mr. Dexter ohne unsere Erlaubnis. Gut, und keine Zwischenfälle, verstanden? So, schaue ich mich mal schnell um. Hier ist ein Fenster. Kann ich durchgehen? Okay, okay. Verdammt, da ist eine Wache. Da komme ich nicht durch. Ich könnte hier rechts jetzt lang gehen. Überall Wachen. Ich geh schnell da durch. Hey, ich bin hier fast fertig. Die totale Sauerei, sowas habe ich noch nicht gesehen. Psst. Zumindest nicht in diesem Monat. Da war überall Blut. Der Kerl hat einen Schraubenschlüssel benutzt. Na, guck mal, was hier ist. Feueralarm. Das ist doch gut. Etwas Ablenkung. Tut doch keinem weh. Und so kommen wir auch sicher an. Fängt das nicht uns an. Wir waren die ganze Zeit hier. Na schön. Irgendwer muss es ja gleich. Moment. Okay. Wir haben es geschafft. Wir sind oben. Hier ist ein Kontrollpunkt. Perfekt. Doch, natürlich. Ich weiß, wie das Ding angeht. Ich wollte nur sicher sein, okay, dass du es auch weißt. Angenommen, ich hätte es vergessen. Warum okay, zeigt sie mir nicht, wie man den Projektor anmacht, hä? Hey, würde ich echt gerne machen, aber ich muss die Treppe bewachen, also... Pass auf, dass du dir nicht wehtust. Bitte, wie war das? Ich hab gesagt... Pass auf, dass du keinem weh tust. Ja, genau. Nein. Hey, schön hier geblieben, verstanden? Lass dich mal ansehen. Hey, dreh mir nicht den Rücken zu, verdammt. Komm her. Oh. Wahrscheinlich die Herren. Yeah, so ist es gut. Der hat mich entdeckt. Was anderes kann ich nicht machen. Okay. Verdammt, wo ist der? Da. Der sieht mich jetzt aber nicht, okay. Egal. Ich bin zwar entdeckt worden, aber egal. Sicher. Zwei Kreuze müssen wir rauskommen. Ich mag die Stadt nicht. Hab sie noch nie gemacht. Sie macht mir Angst. Verdammt, das war knapp. Ja, wem sagst du das? Bin vorhin dem Kerl mit hautengen Jeans und einer Umhängetasche begegnet. Leute haben sich nicht mal umgedreht. Krass. Das ist ein Irrenhaus, Mann. Ein gottverdammtes Irrenhaus. Könnt ihr mal die Klappe halten? Mr. Dexter bezahlt euch nicht fürs Jammern. Scheiße. Ja, Sir. Jawohl, Sir. Okay. Mann, ist das schwierig. Verdammte Scheiße. Keine Ahnung, warum. Wir müssen jetzt etwas weiter nach links, dann nach rechts. Wir warten kurz, bis die weg sind. Ja, perfekt. Und los. Scheiße, da ist auch einer. Stehen Sie auf, okay? Was zum Teufel ist das? Und wen juckt's, Mann? Schneller.
Zimmer 899 gefunden. Oh, verdammt. Das war knapp. Ich habe fast keinen Instinkt mehr. Der direkte Weg kommt nicht in Frage. Ich brauche einen anderen Eingang. Und da haben wir auch einen schon. Den Lüftungsschacht. Ihr Name ist Victoria. Und sie ist eine Menge Geld wert. Sie scheint so eine Art Wunderkind zu sein. Keine Ahnung. Egal. Wir gehen rein, schnappen sie uns und verstecken sie, bis die sie freikaufen. Klingt, als hättest du sie in einem deiner Labore gezüchtet. Hey, wer hat dich denn nach deiner Meinung gefragt? Du bist echt ein blödes Arschloch, weißt du das? Du sollst einfach nur den Mund halten. Tun, was ich sage und gut aussehen. Und du siehst blendend aus, Schatz. Du alter Charmeur. Okay. Terminus Hotel. Wir sind ein Veteran. Wir wurden einmal entdeckt. Wir haben einen Nicht-Ziel-Todesfall. Ja. Das ist auf jeden Anfang nicht schlecht. Und es hat mir auch Spaß gemacht, etwas zu surfen. Naja, ist zwar jetzt nicht so ein Surf-Level gewesen, aber das kommt bestimmt noch. Wir drücken auf Weiter. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es heißt, Mr. 47 surft sich durch die Menge. Bis dahin. Ciao.